Leute, herzlich willkommen zurück bei Swords of Legends Online. Ja, wir haben wieder mal einiges zu tun und es gibt hier auch schon wieder neue Quests. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich mal die... Wofür laufe ich denn hin? Die erste ab. Und dank einer Unsterblicher... Was? Dank einiger Unsterblicher können diese Geister nicht in das Dorf gelangen und Chaos anrichten. Ich bitte dich darum, diese Schutzrunen im Dorf anzubringen und sterb dich. Jo, geht klar, Bro. Wird erledigt. Und bastel mal den Spaß halt hier mal hin. What the fuck? So. Huch. Ist wieder irgendwo ein Schatz. Deine Lautstärke hat, Alter. Ich würde es mal wieder gerne finden, aber ich befürchte, ist es echt immer schwierig abzuschätzen, von wo das kommt. Das muss ja hier wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden liegen, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Hört sich so an, als würde es hier irgendwo liegen, aber das haben wir das letzte Mal schon gesucht und nicht gefunden. Von daher halten wir uns jetzt hier auch nicht wieder 5 Stunden lang auf. Der Schatz ist einfach nicht zu finden. Jowlys Surname war Yin. Wie gesagt, als erstes machen wir schnell die Quest fertig. Wahrscheinlich bloß einmal im Kreis laufen und die Schutzrunen anbringen. Dann ist das nämlich erledigt. So, einmal noch dahinter. So. Hier noch. Und erledigt ist der Spaß. So, Bro, Mission complete. Oh, jetzt wird unser Dorf Huyangxiu friedlich bleiben. Ich danke dir herzlichst für deine Hilfe. Nicht zu danken, Knecht. Was haben wir denn wieder Feines gefunden? Können wir wieder was upgraden? Gut, machen wir das halt. Zack. Dann haben wir wieder eine schicke Kiste. So, die andere Quest ist da oben. Dann schauen wir da natürlich auch noch hin. So. Die Dunkelgrotte ist voll von finsteren Ki. Neben den Nachtgespenstern gibt es noch unruhige Seelen und Irrlichter, die Gesellschaft suchen. Ich befürchte, dass sie früher oder später auch Geisterdiener unter der Kontrolle dieser Nachtgespenster werden. Daher sollten wir jetzt schon vorsorgen. Ich bitte dich, Unsterblicher, ihre Seelen Ruhe zu verschaffen. Bin schon unterwegs, Bruder. What? Mal genau gucken, was ist denn jetzt eigentlich zu machen? 2, 4, 1. Deine Sachen, nimm. Okay. Hier bin ich offensichtlich richtig. So, lauf mal. Was ist denn das eigentlich? Löschel das Gräufer, befreie die Seelen der Geisterdiener. Ach so. Geisterdiener sind ganz andere, das sind die hier. Und wie funktioniert der Spaß? Schauen wir mal. Reicht das schon so? Oder muss ich ihn umlegen? Ah,
Aber ging das jetzt von Haus aus, oder? So, der ist schon tot, Alter. Holy shit. Ja, richtig, ich lebe hier. So, hier war noch was Schönes. Ich bin schneller. Hoffe ich. Och, das hätte ich mich jetzt ruhig mich machen lassen können. Gehen tut es natürlich nicht mehr, hätte mich jetzt auch gewundert. Da drüben läuft noch so ein Knecht. Dunkler Groll. Zack. Ich glaube, ich muss den Typ einfach bloß zerlegen. Schauen wir mal. Der Geisterdiener sind wir jetzt bei 2. Dann müssten wir ja gleich bei 3 sein. Richtig. Gut, dann ist es komplett Wayne, Alter. So, schnappen wir uns noch das Blümchen hier. Okay, hier gibt es jede Menge davon. Schnappen uns die natürlich auch noch. Wenn es schon so gemütlich vor uns rumliegt, das sage ich natürlich nicht nein. So, jetzt brauche ich wieder so einen Geisterfuzzi. Den Spaß auch noch mit. Zack, danke. An Ziping. Damals führte ich Qing Wing in die Schule und schenkte ihr das Schwert. Schwarze Hölle. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sie den Geisterpfad beschreitet. Ich habe Schuldgefühle und fühle Reue. Ich habe immer geglaubt, dass Chui Ying ihre Gründe dafür hatte. Ich werde zu ihr gehen und sie zu Umkehr überreden. Ich hoffe, sie wird mich angesichts einer Freundschaft verschonen. Das Wichtigste ist der Dolchstein, der sie fesselt. Der Stein ist sehr wertvoll und Thanea hat ihn. Ich werde den Anführer der Nachtgespenster Thanea töten und hoffe, den Stein an seiner Leiche zu finden. Als ich den Dolchstein erlange, bitte ich dich, der kleinen Lehrschwester beim Entkommen aus dem menschlichen Meer des Leidens zu helfen. Ich hoffe, du willigst ein, zu tun, worum ich dich bitte. Ja, ja, laber mich nicht. Na, mit dir will ich nicht kämpfen. Ich würde eigentlich nur gern dinkeln. Mal schauen, aber neppt der jetzt einfach so weg? Das will ich. Was rennt bei der andere Kasper hinterher, oder? Ja, genau. Hä? Bruder? Lol. Ich nicht, aber okay. Huch. So. Zack. Und tschüss. Okay, jetzt lösche den Grollfeuer. Gibt's ja noch so einen Grollfuzzi? Hat den irgendjemand gesehen? Zufällig? Nö. Schade. Nicht. Was sind sie denn? Hä? Achso, mit dir kann man auch labern. Was geht bei dir, Bro? Aua. Deine Verletzungen sehen ernst aus. Kannst du noch laufen? It looks worse than it is. It's not a deep wound.
Das ist doch. What else? A ghost, of course. I've been tracking it for days. In the end, I discovered that it is hiding here in the Somber Grotto. I got injured by it purely out of carelessness. Just wait until I've rested, then. Lass das nur mir. Geh schnell zurück ins Dorf und kümmere dich um deine Verletzungen. Du hast bereits dein Bestes gegeben. Der Docht der Smaragdlaterne wird dir schon nichts vorwerfen. All right. The spirits here are very strong. Please be careful. Geht klar. Ich zerleg den Geist schon. Keine Sorge. Vernichte die Nachtgespenster. Der Groll wäre mir zwar lieber, aber gut. I'm not afraid of death. Ja gut, dann kann dir nichts passieren. Was ist das eigentlich für ein Zeug? Ist das irgendjemand? Hm, shit happens. Jo, was geht? What a tough guy. Oh. Oh, das ist Sergeant, Alter. Was kann der so? Ist auch nicht verkehrt unterwegs, der Typ. Aber natürlich immer noch kein Problem. Was höre ich da schon wieder? Ja, es ist wieder sowas von Kleinmann. So, hier gibt es noch eine Steinformation, die werden wir auch noch aktivieren. Falls wir krepieren sollten. Zack. Jawohl. Da oben gibt es ja auch noch genügend von denen. Wie jetzt? Ah, das nochmal so ein Gold, den müssen wir auch nochmal zerlegen. So, jetzt schnappen wir uns zuerst noch den Kollegen hier. Wieder schön was gratis bekommen. Gucken wir mal rein. Gut, was war das gleich wieder? Mal wieder extrahieren. Machen wir das doch gleich mal. Zack. Und zack. So, sehr schön. Jetzt zu dir. You will become as strong as Master Yin. Feel the power of the Jackdaw Stone. Ja, muss schon sagen, die halten tatsächlich echt einen Haufen Zeug aus, Alter. Mit ihrem Schild. So, Dalla. Vernichte die Nachtgespenster. Zwei. Yo, Bro. Die steht da Mutterseelen in der Mitte rum. So.
So, dann gehen wir mal zum verdächtigen Sack. Hier gibt es gar nichts. Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, wer ist jetzt der überhaupt? Wer ist ein Einfried? Muss ich den auch killen, oder? Jings Vergangenheit. Zeitiges Sonne, den Häuptling der Nachtgespenster. Gut, wird erledigt. Huch, falsche Taste. Gut. Was ist da hinten noch? Hä? What the fuck? Hä? Kam hier. Hä? Was ist jetzt so wie den Schädel? Fliegen wir doch mal eine kleine Runde. Wenn wir schon so viele gekillt haben jetzt, da müssen wir nicht wieder. So. Schädel, bist du da drin? Wahrscheinlich wieder nicht. Denke ich mal. So, aber jetzt. Danke. Mom, please. Please don't. I'll give you what you want. Ich stell ihn nicht so an. I'll ask my father now. Talk to me. So, dann geht's nochmal hier weiter. Weggeworfenes Schwert. Nehmen wir das auch noch mit. Da kommt jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder ein Gegner raus. Doch nicht. Okay. Jolly. Deng wo. Bro. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Na gut, wenn ich alles hier drüben abgeben kann, dann kann man genauso gut. Pasen. Bin ich definitiv schneller. So, einmal Quest abgeben. Sange, why do you take it so much to heart? I don't know why the elder and second brother are so saddened by the news of this death. Das ist der Lauf der Dinge. Das war's schon. Auch nicht schlecht. Gut, nächste Quest. Madame. We have gathered everything now, but the cloudless night formation is very complicated. I'll have to ask you to wait a little while longer. In Ordnung. The cloudless night formation is ready. Please come with me to the bamboo forest behind the village. Natürlich. Auch erledigt. Moment, ich will noch schnell hier drüben die andere Quest abgeben. Jowli's surname was Yin. She comes from a family of scholars. Ah. As time passed, ging's vergangen. Ach, vor der Dunkelgrotte. Von all den Orden, die ich über die Jahre bereits bereist habe, birgt dieser bei weitem das meiste finstere Qi. Ich hoffe, die Ursache dieses Desasters wird bald behoben sein. Ah. Mu Bai. Ja, ich verstehe. Ich werde diesen Dolenstein erforschen. Bitte. So, damit. Das stimmt nicht. Sag mal nicht, hier liegt auch schon wieder irgendwo was rum. Ich bin gespannt, ich glaube, da haben wir doch das letzte Mal auch schon geschaut, oder? Hört sich so an, als würde es hier irgendwo. Jowli's surname was Yin.
Recycelnder Fisch. As time passed, the family lost its stored wealth and glory, and she was forced to work. Das ist unser Begleiter. Hier, gönn dir mal. Wie viel gibt denn das? 100. Hier, komm, gönn. 300, das Verkaufspreis 600. Komm, gönn dir auch. Na komm, shit happens, Alter. Machen Gönjamin. Mehr Schattenkraft ist nie verkehrt. So, da haben wir jetzt nichts mehr offen. Das ist alles fressen. Kiste. Können wir auch noch nicht aufmachen. Schmied können wir, meine ich, wie wir das letzte Mal gesehen haben, auch schon nichts mehr verbessern. Schmied. Das stimmt, nur noch die blauen Sachen. Da haben wir gesagt, das macht man nicht. Wobei ich jetzt auch wieder sagen könnte. Kostet 4 Stück. Aber bringt halt auch. Nee, komm mal. 20, 20, 20, 30, 30. Ja, komm. Die beiden Gegenstände auf 30. Die verbessern wir schnell. So, was haben wir sonst noch? Was macht denn eigentlich ein Kurier? Ah ja. Gut, Postfach, weiß zwar nicht, wieso ich das extra auswählen sollte, aber was haben wir hier sonst noch alles so? Die berühmte richtige Kochstelle. Schreck, gut, da hätten wir wieder mal eine Instanz. Dann würde ich doch tatsächlich sagen, Freunde, machen wir mal die Quest hier noch und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal die Instanz Hans an. Gib dich in Wolkenstieg und suche. Achso, und. Okay, gut. Dann gehen wir mal zu unserer Kollegin. Big schick. Schickes Portal hier. I'm going to start the summoning now. Please stand guard. Logan, leg los. Shit, Alter, Zombie-Apokalypse oder was? The turquoise lantern attracts the souls. Taishan Mountain in the east, the Ying and Yang of Moon. The spirit gate unfolds. What strong rancor! So this is where you fled. No wonder it took me so long to find you. Come here. I have something for you. Ja, will ich auch hoffen mal. Mit Gold haben wir mittlerweile auch einiges. Ich überreiche dir
ungerührt einen Gegenstand voller Seelen-Chi. Das ist die Flussbambuskleidung. I took it from Chui Ying. That should be enough for now. Vielen Dank. Save your breath. How are you going to thank me? Wie wär's mit gar nicht? I'll make a note of that then. I don't know whether paying special attention to Lord Duan is a good or bad thing. Ich lasse meine Begleiter zuerst das Seelenki absorbieren. Was ist das jetzt hier? Mehr Ausdauer, mehr Verteidigung, mehr Kraft. Nehme ich. Was soll denn der Begleiter mit Bambuskleidung? Ja, wo ist das jetzt? Ach, das ist hier. Begleiter füttern. Machen wir mal. Zack. That soul chi bath has refreshed me so much. Das ist ein Brief vom ältesten Chenji. Ich weiß nicht genau, was so dringend sein soll. Der Brief, dann lest man halt gleich mal, was drin steht. Brief an Chuanqian. Ist alles in Ordnung, seit wir uns vor ein paar Tagen verabschiedet haben? Ich habe einen Brief von meinem Schüler Zhang Yu aus dem Dorf Guose erhalten, in dem es heißt, dass die Dämonen am Fuß des Zorngebirges zu einer Geißel geworden sind, was mit Meijas Eingreifung des Schwerts des Fremden zusammenhängen muss. Die Teleportrune ist dem Brief beigefügt, der das Portal nach Wolkenstieg enthält. Ich hoffe, du kannst schnell zur Terrasse des gesegneten Taus des Wolkenstiegs gehen, um die Sache zu besprechen. Nice. Jetzt habe ich erstmal mit dem. Unsterblicher. Was ist los, Dorfvorseher? Du hast unser Dorf Haiju gerade so viel geholfen, Unsterblicher. Dorfvorsteher. Ich bedanke mich für dein übertriebenes Lob. Es ist meine Aufgabe, den Schwachen und Gefährdeten zu helfen. Unser Dorf Haiju ist neben der Flussbambuskleidung berühmt für die Wurmbambussprossen. Unsterblicher, das ist ein Geschenk für dich. Wurmbambussprossen? Dir ist wohl nicht bekannt, dass diese Wurmbambussprossen und die Flussbambuskleidung ziemlich gut für die Gesundheit der Dorfbewohner von Haiju sind, Unsterblicher. Damit kannst du dich auch schnell beruhigen. Vielen Dank. Die Wurmbambussprossen sind ziemlich kostbar. Bitte würdige sie. Ich nehme es mir zu Herzen. Auf Wiedersehen. Ja, servus. Und dein Ohr, Alter. So, was ist jetzt da Feines drin? Was zum Speisen? Ich weiß es ja. Oder so. Rostgans. Grüner Chinakohl. Süßer, weiß ich nicht. Sammlerstück. Gott. Gönnen wir uns das halt auch noch. So, Begleiter. Wie schaut's aus? Ich will wieder hier was snacken. Wie viel gibt es? 125. Nice. So, da. Oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt ist das hier erledigt. Was gibt es denn jetzt wieder? So, irgendjemand will wieder was von uns. Hä? Mann. Ich glaube, ich bin blind. Am Mittag wurde der Träger der Smaragdlatane Sang im Dorf von Chu behandelt. Wie geht es ihm jetzt? Lass mich nachsehen. Ja gut, für eine schicke Hose. Will ich doch mal nachsehen. Aber Freunde, die Folge wird jetzt hier gleich beendet werden. Du bist genau richtig gekommen. Wir brauchen jemanden, der uns helfen kann. Natürlich. Ich habe mich bei dem Unfall verletzt. Als ich vom Kometenstrom zurückkehrte, wurde mir zudem mein Auftrag vom Doch des Smaragdlaterne anvertraut. Was für ein Auftrag. Das Dorf Huaiju ist in Gefahr. Chui Yings Wut beeinflusst alle Lebewesen in der Umgebung. Heute Abend ist der entscheidende Moment für sie, um in das Dorf einzudringen.
Die ehrwürdige Docht der Smaragdlatonne hofft, dass der Kampf weit entfernt vom Dorf stattfinden wird. Der Kometenstern ist der beste Ort dafür. Zu diesem Zweck haben sie und andere dort eine Formation aufgestellt. Wenn Shishi auftaucht, kann sie nicht entkommen. Also wird Zhu Ying im Kometenstrom erscheinen? Gute Frage, das ist genau unsere Aufgabe. Jinju hat die Nachtgespenster aus der Dunkelgrotte vertrieben und ihre Handlangerseele Wai Hui dorthin geschickt, um andere Geister zu kontrollieren. Jetzt müssen wir Wai Wu vernichten und das Wai Hua Herz zum Kometenstrom bringen. Das wird Qin Yu bestimmt nicht einfach so hinnehmen. Wenn der Moment gekommen ist, wird er uns ein leichtes sein, sie zu schnappen. Du bist verletzt, überlass das mir. Ich danke dir, das war doch dein Plan, Bro. Du hast doch absolut keine Eier. Du bist komplett lost. Jetzt will der Nächste auch was von mir. Das ist halt jetzt wirklich das Problem. Gibt halt mehr Ausdauer, mehr Level, mehr Verteidigung, mehr Kraft. Aber halt dafür physische Stärke. Erhöht den physischen Angriff. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Ja, holy shit, Alter. Kraft, wo steht denn hier Kraft? Kraft. Hä? Ah. Der physische Angriff wird um 68 Punkte verstärkt. Okay. Verteidigungslevel sollte wahrscheinlich klar sein, denke ich mal. Ja, was fliegt denn das so schnell? Achso, das ist bloß das hier drüben. Verteidigungslevel. Ja, Abwehrattribute, physische Verteidigung vielleicht? Ach, physische Verteidigungslevel, ja, natürlich. Erlittener Schaden sinkt um so und so viel Prozent, ist auch klar. Die Ausdauer, gut, die Ausdauer sei nobody would have thought the nocturnal spirit would Leben give the Jackdaw gut. Stone to Shaoli. The beautiful Huaishou village is in for a rough time. Okay, der physische Angriff ist tatsächlich egal. Aber hier merkt man es halt. 9,8%. 10,9%. Ich würde sagen, wir ziehen mal die Hose an, weil es ein besseres Level hat, aber ich würde auf jeden Fall die Hose mal behalten, denke ich. Gut, Freunde, das soll es jetzt hier an dieser Stelle gewesen sein. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Dem Geschenk, ich gebe auf, Alter. Sag, ich hoffe einfach, die Folge hat euch. Bro, es liegt unter deinen Füßen oder was? Das muss ich halt erstmal finden. Gut, aber das ist auf jeden Fall ein passender Abschluss hierfür, dass wir endlich das Geschenk gefunden haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, euer Stevie B. Ciao.